Euch ist Ingwertee bestimmt ein Begriff. Ich zeige euch jetzt halt meine Variante, den Overnight Ingwer. Da holt ihr nochmal einiges mehr aus der Ingwerknolle raus. Ihr könnt zudem toll kombinieren. Und wie man hier sieht, hier ist auch schon einiges an Ingwer bzw. eher Kurkuma geschnitten worden. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. So, also, wir haben jetzt hier natürlich die Ingwerknolle. Hier haben wir noch eine alte Ingwerknolle, die schon ein bisschen vertrocknet. Ist eigentlich egal, wenn ihr das zu Hause macht. Ihr könnt beides verwenden. Wichtig natürlich auch, das alte Zeug trotzdem verwenden. Und geht sogar für den Tee noch besser, weil es einfach trocken ist und da kommt schon was raus. Dann habt ihr hier noch Kurkuma. Ja, der ist besonders schön farbig. Da immer aufpassen, Fingernägel werden alle richtig schön gelb und auch für Tage. Auch das Messer wird schön gelb, wenn das so ein Keramikmesser ist. Seht ihr hier? Oh, genau. Intensiv. Aber wir machen noch mal kurz einen Schritt zurück und zwar, wir nehmen jetzt Ingwer. Also natürlich zuerst nehmen wir einfach ein bisschen Ingwer und genau wie den Kurkuma waschen wir jetzt erstmal ab. Wer will oder noch denkt, okay, da könnten noch Pestizide etc. drauf sein, kann das noch mit so einer Bürste noch mal abschrubben. Wichtig dafür, für weniger Pestizide, Bioware benutzen. Hat normalerweise weniger, also sollte gar keine haben, aber zumindest gegenüber regulärer Ware immer noch ein Sicherheitsschritt mehr. Pelle, Haut bleibt dran. Ich schneide meistens zuerst den Kurkuma sogar, weil der eben so farbig ist und ich dadurch den quasi schon mal das Messer etc. danach ein bisschen sauberer machen kann. Hier wieder die so eine schöne Thermoskanne nehmen. Ihr könnt natürlich auch unsere Ocha-Thermoskanne nehmen. Eine Sache, die euch bewusst sein muss beim Overnight-Ingwer ist, dadurch, dass der so lange zieht, das frisst sich manchmal richtig in die Flasche rein. Die müsst ihr danach erstmal gefühlt einen Monat wieder normal benutzen, nachdem ihr das dauerhaft benutzt, damit er wieder nicht nach Ingwer schmeckt. Also halt alles mal mit Essigessenz durchspülen. Oder ihr mögt einfach den Ingwer-Geschmack. Im Endeffekt, das ist eigentlich meine Overnight-Ingwer-Thermoskanne. Man sieht das sogar, ich weiß nicht, ob das hell genug ist. Die ist auf jeden Fall richtig schön dunkel. Mhm. Genau. Man sieht's. Man sieht das, also vor allem der Kurkuma. So, den Kurkuma packen wir jetzt schon mal hier rein. Nasse Finger helfen übrigens, dass der die Finger die Farbe vom Kurkuma nicht so annehmen. Jetzt nehmen wir noch den Ingwer. Jetzt fragen Leute wahrscheinlich, ja, wie viel nimmst du da? Ich mache alles ziemlich frei nach Schnauze, so ein bisschen wie Oma. Wenn man fragt, Oma, wie viel hast du da jetzt davon reingemacht? Dann sagt Oma immer, das sieht man. Ja, genau mit dem Salzen oder irgendwie Mehl anschwitzen oder so. Man sieht das ein bisschen. Für die Thermoskanne mit 750 ml würde die jetzt die Menge ungefähr reichen. Ja? Also das reicht eigentlich. Aber wenn ihr jetzt wirklich noch das stärker haben wollt, könnt ihr auch noch mehr machen. So, alles da rein. Genau, dann natürlich Wasser kochen. In dem Fall, Wasser habe ich jetzt schon reingemacht. Nehme ich das auf 100 Grad, der soll richtig schön durchziehen. Und dann mache ich normalerweise das Brettchen gleich sauber, dass sich der Kurkuma nicht einfrisst. So, jetzt müssen wir kurz wieder ziehen lassen. Jetzt habt ihr quasi das normale Rezept schon gehabt. Also das heißt, ihr habt habt den Ingwer und habt Kurkuma, was mein Spezialrezept ist. Kurkuma ist auch nochmal sehr gut. Jetzt könnte ich hier aufzählen, was da alles an Vitaminen und so weiter drin ist. Schmeckt dadurch deutlich anders. Wer wirklich nur Ingwer mag, macht nur Ingwer rein. Ich mache gerne noch Kurkuma rein. Macht schön gesund. Was heißt Gesundheit? Versprechen tue ich hier nicht raus, aber mir hilft es auf jeden Fall in der Winterzeit, um gesund zu bleiben, in den Hals frei zu kriegen, immer noch ein bisschen Kurkuma reinzumachen. Da könnt ihr auch ein bisschen dann gucken, macht ihr so viel wie ich rein oder macht ihr ein bisschen weniger rein. Ich mag es auf jeden Fall, ist eine gute Addition, eine gute Zugabe noch zum normalen Ingwer. Ingwerwurzel. Und jetzt quasi noch als Spezialrezept, obwohl es vielleicht ein bisschen viel wird, möchte ich, das finde ich noch sehr, sehr interessant als additionales Ding auch, ist, jeder von euch isst ja wahrscheinlich irgendwie mal einen Apfel und oft passiert es dann so, dass man den Apfel irgendwie hier den Kriebsch in der Mitte rausmacht. Kriebsch ist übrigens ein sehr interessantes Wort, ist im Duden sogar
extra beschrieben. Regional gibt es in Deutschland unterschiedliche Begriffe. Da, wo ich herkomme, ursprünglich aus Sachsen, sagen wir Kriebsch. Und ich mache die immer dann hier noch mit rein, weil ansonsten wäre es ja wahrscheinlich eher Müll. Es gibt natürlich auch Leute, die essen die einfach mit, ich nicht. Die meisten wahrscheinlich nicht. Ich mache die einfach noch mit rein und gieße den dann auf. Das Schöne ist, wenn da Apfel drin ist, oder ihr könnt auch quasi was von der Birne nehmen, oder Randitsch, könntet ihr auch da noch den Rest von der Erdbeere reintun, aber die Erdbeere zersetzt sich dann ein bisschen zu sehr, die halten die Form besser, wird es halt kommt eine natürliche Süße rein und ihr habt wieder die Wiederverwertung von einem Naturprodukt und haut es nicht einfach weg, sondern schwemmt es noch aus. Und außerdem durch die Süße des Apfels oder der Birne, verteilt sich mir noch ein bisschen besser der Kurkuma vom Geschmack. Und gleichzeitig habt ihr die Wirkung vom Kurkuma. So, jetzt Wasser rein. 100 Grad. So, jetzt, deswegen mag ich dieses Modell an Thermoskanne so sehr. Das Ding drauf, schön zumachen, dann noch den drauf. Das Tolle ist, das hält wirklich optimal warm. Das drückt das alles so zu. Ich mache mein Overnight-Ingwer, wie es ja die Übernacht auch heißt, meistens kurz vorm Bett gehen. Also so ab 22, 23 Uhr setze ich den auf und dann hat der bis zum nächsten Morgen 8 Uhr oder 7 Uhr, je nachdem wie lange ihr wollt. Es kommt wirklich nicht auf die letzte Stunde an, aber so 8 Stunden kann der schon mal richtig schön durchballern und richtig durchziehen. In der Thermoskanne von 100 Grad hält er die bestimmt auf 95, 90 Grad noch. Könnt ihr den richtig schön morgens trinken. Das Tolle ist, er brennt richtig schön den Hals frei. Man merkt das auch, er ist wirklich stark. Könnt ihr es nochmal mit Wasser dann verdünnen. Das würde gehen, wenn es für euch zu stark ist. Dadurch, dass er so stark ist, immer wieder erlebe ich auch die Reaktion, dass Leute dann so kurz schütteln. Er macht auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise wach. Und vor allem sehr warm, weil er irgendwie im Hals brennt und brennt so ein bisschen im ganzen Körper ganz kurz. Ist auf jeden Fall ganz cool. Wenn es noch mehr brennen soll, könnt ihr gerne auch noch hier dann noch Chili mit reinmachen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe eigentlich schon alles mit reingekippt. Ihr könnt auch noch Rosmarin mit reinhauen. Wie gesagt, alte Apfelgriebsche. Ihr könnt einfach noch von der Orange was reinhauen. Sollte hauptsächlich halt fest sein, dass es sich nicht so zersetzt. Aber ihr könnt es auch mal mit einer Erdbeere ausprobieren. Mehr als die dann richtig ordentlich reinigen, kann eigentlich nicht passieren. Genau. So, die zieht jetzt über Nacht. Ihr könnt natürlich auch Overday Ingwer draus machen. Den einfach morgens, wenn ihr aufsteht, ansetzen. Damit auf die Arbeit nehmen und schon mal nach 2-3 Stunden zum Mittagessen oder so. Oder dann abends, wenn ihr zu Hause seid, kann man auch schön machen. Genau, das wäre es zu meinem Overnight Ingwer. Bleibt gesund, ist ein tolles Rezept und ja, wenn ihr Ingwer-Tee mögt, dann probiert es gerne mal aus und schickt uns gerne auch Rezeptideen, also wenn ihr was anderes reinkippt, alles haben wir noch nicht probiert, ein paar Sachen findet ihr auch im Blogartikel, da notiere ich immer mehr, was ich schon probiert habe, holt euch da Inspiration und ciao. Und dann probieren wir den morgen einfach mal, bin ich mal gespannt. Okay, ich habe jetzt von Chris den Overnight Ingwer mal zum Probieren bekommen, weil ich habe den noch nie getrunken. Bin mal gespannt. Oh, der brennt ordentlich. Eieiei. Aber gut, also viel intensiver im Geschmack, finde ich, als so einen normalen Ingwer-Tee, wenn man sich den direkt aufbrüht. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Chris hat gesagt, der ist gar nicht scharf. Also ich finde den ganz relativ schon ein bisschen scharf.